Reziproke Funktionen, meine Beispielaufgabe. Erstmal, wir machen es mal Vorschlag, wir machen es mal Schritt für Schritt und zwar so, dass ich immer wieder Pause mache und ihr gleich diese Aufgabe mitlöst. Also praktisch, wenn ich sage Pause, haltet das Video an, das sieht man dann auch, dann macht ihr das auch zu Hause und löst die nächsten Schritte. Und zwar folgende Aufgabe: Es gibt eine Funktion g von x, die ist eine lineare Funktion minus 1 Drittel x minus 2. Und gesucht ist die reziproke Funktion r von x. Schreibt man gerne mit reziproke r von x. Und zwar, die soll ja 1 durch g von x sein. Mit anderen Worten, und das ist der erste Schritt, bildet jetzt mal zu Anfang diese reziproke Funktion. Ich mache jetzt Pause, ihr haltet an und schreibt mal r von x auf. Also richtig komplett. Na, habt ihr es so, ne? Erstmal hingeschrieben. Mit dieser Funktion kann man aber nichts anfangen. Ich habe also diesen gesamten Term hier unten drunter geschrieben unter 1 durch. Ist ja das Reziproke. Jetzt formt mal dieses Ding so um, dass es ein bisschen angenehmer wird. Das heißt also, ach, naja, hier bruchfrei machen, wenn es geht und so weiter und gemeinsamen Nenner vielleicht bilden. Ich melde mich wieder. Pause-Taste drücken, macht mal. So, habt ihr es so? Guckt mal. Ich hab's mal ein bisschen langsamer gemacht. Minus 1 Drittel x kann ich als minus x Drittel schreiben. Wer es nicht weiß, ich glaube, ich werde dann mal hier oben links einfügen zu Bruchrechnen und Co. Aus minus 2 mache ich minus 6 Drittel. Jetzt sind die beiden gleichnamig und ich kann das alles auf einen zusätzlichen Bruchstrich schreiben. Natürlich, ich habe jetzt einen Doppelbruch, aber das ist nicht schlimm. Durch ist mal. Wie das funktioniert, ich werde hier einen Link anbringen. Durch ist mal, das heißt, die 1 durch das und nochmal durch 3, dann wird aus diesem durch 3 ein mal 3 und die rutscht nach oben. Wie gesagt, guckt hier auf den Link. Das Video hält in der Zeit an. So, da hätten wir das. Jetzt kommt der zweite Teil der Aufgabe. Und zwar, jetzt habe ich mal Google bemüht. Google ist eine ganz tolle Sache. Hier, so sieht sowas aus. Ich habe mal diesen Term. Also, man braucht bloß einzugeben, dieses 3 durch in Klammern minus x minus 6. Warte mal, kann ich das größer machen? Hier, so sah das aus. Ich habe also minus x minus 6 einfach in die Klammer reingeschrieben. Steht ja unterm Bruchstrich. Muss ja auch so sein. Und da hat Google dann nochmal draus gemacht, minus x nochmal eingeklammert, minus 6. Ist aber nicht schlimm. Also, so funktioniert das. Kann man mit Google wunderbar schöne Graphen zeichnen. Jetzt gucken wir uns mal den Graphen an. Denn der andere Teil der Aufgabe ist, ich soll eine Tangente und zwar so bilden. Jetzt muss ich mal den Term ein, den Graphen von der Originalfunktion von g von x einmalen. Ich mache dazu mal Pause. Am besten, ihr zeichnet euch das Ding auch mal auf. So, dieser lila Graph ist der Graph von g von x. Minus 1 Drittel hier mit Steigungsdreieck, minus 2, ne, der Punkt ist geschenkt, zack, zack, zack. So, und senkrecht darauf soll. Also eine sogenannte normale zu diesem lila Graphen. Eine normale soll diese Funktion, Entschuldigung, die reziproke Funktion entsprechend berühren. Das heißt also, hier müssen irgendwo, hier und hier, soll die diese reziproke Funktion berühren. Und wo ist das? Ja gut, wir könnten vermuten bei ungefähr minus 7 und bei ungefähr minus 5. Und das gilt es auszurechnen. Was ist dabei zu tun? Na ganz einfach. Wir müssen diese Funktion hier, diese r von x, die müssen wir ganz einfach ableiten. Und dann, und das machen wir mal. Ableiten, Kettenregel anwenden, Achtung, aufpassen. Und dann machen wir mit der weiter. Pause zu Hause. Da ist er. So. Und wenn wir die Ableitung haben, haben wir auch die entsprechende Steigung. Und zwar, jetzt müssen wir aber überlegen, die Normale zu minus, dem Anstieg minus 1 Drittel x. Minus 1 Drittel meine ich, den Anstieg. Ne? Der Anstieg ist hier, nochmal in lila, m ist hier minus 1 Drittel. Welcher steht senkrecht drauf? Naja, der normalen Anstieg ist demzufolge m der normalen. Ist demzufolge 3. Macht man so, indem man einfach das Vorzeichen umdreht und den Reziproken Wert bildet. So, jetzt hätten wir den.
Das heißt also, in diesem Punkt muss der Anstieg 3 sein. Das heißt, die erste Ableitung muss 3 sein. Jetzt gucken wir wieder hier hoch. Das heißt, wir können ganz ruhig schreiben, R' von x ist in diesem Fall 3. Wir wollen allerdings das x selber dann raus haben. Und 3 ist gleich 3 durch und jetzt minus x minus 6 in Klammern zum Quadrat. Jetzt machen wir mal weiter. Jetzt löst mal diese Gleichung. Achtung, die wird zwei Lösungen haben. Drückt zu Hause die Pause-Taste, macht's, ich mach's auch. Ich hoffe, es ging bis dahin. Also, wir teilen beide Seiten durch 3, das ist nichts Besonderes. Dann steht hier 1 ist gleich 1 durch. Ne? Das ist ja die abgeleitete Funktion. So, okay. Und jetzt wurzeln wir, radizieren wir. Aber Achtung, wenn wir eine Quadratwurzel ziehen, dann werden zwei Lösungen stehen, nämlich plus minus. Achtung, auf beiden Seiten davor schreiben. Und jetzt macht mal einerseits mit der Plus-Variante von beiden Seiten weiter und mit der Minus-Variante. Drückt wieder die Pause-Taste, macht das, ich mach's auch, ich zeig's dann. So, dieses Ding habe ich kopiert und jetzt habe ich das mal unten extra hingeschrieben. Na, hier kopiert. Und jetzt folgenden Fall: einmal mit der Plus-Variante und einmal mit der Minus-Variante. Mit der Plus-Variante ist leicht. Ich kann dann hier das Plus kann ich weglassen, 1 und so weiter. Achtung, das ist eine typische Bruchgleichung. Ich muss mal den ganzen Term nehmen. Deswegen habe ich es auch eingeklammert. Und wenn ich jetzt einmal das nehme, dann steht minus x minus 6 hier und der Rest ist leicht. Erste Lösung bei minus 7. Hatten wir ja auch so geahnt. Ne? Hier, scheinbar, weil, ja, ich habe ein bisschen geschmiert. Bei minus 7. So, weiter. Jetzt kommt der nächste. Achtung, jetzt kommt es. Ich habe extra nochmal die Minusvariante nochmal ausführlich hingeschrieben. Wir dürfen nicht vergessen, minus 1, klar, bis dahin geht's, ist minus der ganze Kram. Und jetzt, Achtung, jetzt wird's spannend. Jetzt kann ich doch sagen, dieses Minus, das nehme ich mal minus. Und demzufolge steht hier oben eine minus 1 und hier unten minus mal minus ist plus x plus 6. Der Rest ist wieder Pillepalle und ich habe die zweite Lösung. Ich hoffe, es hat geholfen und vor allem, wie man die reziproke Funktion bildet. Das war eigentlich so, naja, mit die Schwierigkeit, die ich immer wieder bei den Schülern erlebe. Bruchrechnen ist gar nicht so schwer. Hier oben nochmal gucken. Zum Schluss werde ich vielleicht noch Links anbieten dafür, um das alles zu wiederholen. Na denn, ich hoffe, es hat geklappt. Also, ich wünsche viel Spaß beim Lösen solcher Aufgaben. Macht das immer ganz genauso. Bis dann, tschüss.